Also, wie gesagt, lassen Sie uns das gesamte Bild angucken. Dieser Berg Windeln ist nur von einem Jahr, ja, von dem Baby, nur ein Jahr. Darum, wir haben so dieses Gefühl geschaffen, dass es eigentlich besser ist, dass wir nicht da wären. Ja? Wenn wir den Verbraucher sozusagen definieren, und der Glover Fromm schlägt ja vor, dass man eine Frau, die nur ein Kind hat, sozusagen mit 50.000 Euro entschädigen soll, sozusagen, weil das Beste ist, sozusagen die Überbevölkerung zu bekämpfen, dann sage ich Ihnen, wir schaffen sozusagen so eine unterschwellige Feindseligkeit durch die Umweltdiskussion, weil wir sagen, naja, wir machen den Planeten kaputt, das ist eigentlich, gar nicht so gut, wenn es da so viele gibt davon. Darum ist die erste Grundfrage schon, sind wir zu viele? Ja. Und dann sage ich Ihnen, die Ameisen wiegen auf diesem Planeten viermal mehr als wir Menschen. Und die Ameisen, diese Schweine, fahren nie Aufzug. Die arbeiten körperlich viel härter als wir. Davon, sie entsprechen im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Also nichts anderes dazu. Darum sage ich Ihnen, lassen Sie uns etwas anders machen. Lassen Sie uns eine Kultur der Großzügigkeit schaffen. Denn wenn man den Menschen sagt, es wäre besser, du wärst nicht da, und das kann Heidrun Lemke und Siegfried Lemke aus ihrer pädagogischen Erfahrung auch sagen, wenn man sagt, es wäre eigentlich besser, es gäbe dich nicht, ja, dann wird ein Mensch raffgierig und feindselig. Ja, weil sie sagen, bevor du es mir wegnimmst, schnappe ich es mir selber lieber. Ja. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind sie immer großzügig und freundlich, immer in allen Kulturen. Ja. Aber dann kommen sie von sich aus zu sehen, einen bescheideneren Lebensstil, nicht deshalb, weil es ihnen jemand vorschreibt, sondern weil sie sich freuen, dass es den anderen auch gut geht. Trotzdem, ausdrücklich, was ich Ihnen vorschlage, ist kein Moralkonzept. Weil die Moral gesellschaftlich immer versagt, ja, wenn man unter Stress kommt, immer. Und da sollte man auch sich nicht irgendwie dafür entschuldigen, wir sind so. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, Sie sind alle so, ja, vielleicht auf ein paar Helden dazu, die dabei es gibt. Wenn man aber den Lebenswandel der tatsächlichen Helden sich mal anguckt, so Mandela zum Beispiel würde heute auf MeToo ständig auftauchen dazu. Gandhi übrigens auch, ja, davon. Also so ist es auch nicht. Auch die Helden sozusagen sind vielleicht nicht unbedingt solche Helden in allen Lebensbereichen dabei gewesen. Ja, Leonardo da Vinci war ein Pädophiler gewesen. Also wir sollten nicht so tun, sozusagen, wie wenn wir sozusagen dann unsere Helden sozusagen moralisch tatsächlich wirklich besser sind in allen Bereichen. Also, und das schmälert nicht ihr Ansehen daran. Nur, ich will Ihnen nur sagen, kein moralisch gebundenes System. Weil Sie selber, stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Autobahn, Sie haben es eilig, ja? Und Sie stehen im Stau und Sie sehen, die Spur neben Ihnen geht schneller. Ja? Dann wechseln Sie die Spur. Und wissen Sie, was Sie damit tun? Sie verursachen für die Leute hinter Ihnen im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie selber an Zeit gewinnen können. In Holland werden 70% aller Staus durch Spurwechsler verursacht. Ja? Und trotzdem wechseln Sie die Spur. Sie werden es auch in Zukunft tun. Tun Sie nicht so. Wenn Sie es eilig haben dazu, sind Sie im Stress dazu und dann ist es Ihnen egal. Am schlimmsten rasen die Leute in Holland bei uns vor den Kindergärten. Ja? Unsere Kinder sind irgendwie nicht für das Industriesystem gemacht. Ja, man macht sich dann schon lustig am Arbeitsplatz, weil man wieder zu spät ist. Das Kind hat Fieber. Ja, und sagt, Papa, ich bin krank, ich habe Fieber, ich will zu Hause bleiben. Und sagen, ich habe so eine wichtige Besprechung davon, ich kann da jetzt nicht einfach zu Hause bleiben heute. Und dann liefern sie ihr Kind ab, sie drücken sie irgendeine Praktikantin in die Hand. Das Kind schreit wie am Spieß und sie rasen davon. Es kümmert ihnen gar nicht davon, dass diese ganzen Kinder auf der Straße unterwegs sind. Im Durchschnitt fahren die Leute in Rotterdam vor den Kindergärten doppelt so schnell, als es erlaubt ist. Doppelt so schnell. Im Durchschnitt. Nicht so ein paar einzelne Raser davon. Weil wir haben es eilig dort vorne und unsere Kinder sind dafür nicht gemacht. Das heißt, lassen Sie uns doch was anders machen. Nicht Effizienz, nicht ich bin heute 100% Schwein, morgen 90%, sondern lassen Sie uns Dinge machen, die nützlich sind. Nicht vermeiden, reduzieren, sparen, sondern lassen Sie uns eine Kultur der Großzügigkeit schaffen. Zu sagen, hey, liebe Leute, ich bin noch nicht so toll, aber da will ich 20, 30 sein. Und nicht Postwachstum, sondern je mehr du von davon kaufst, desto schneller schaffen wir das auch. Denn es muss auch für die Wirtschaft funktionieren. Also, es heißt zum einen natürlich Öl und Kohle einzusparen, nicht, dass sie denken, aber es geht darum, einen positiven Fußabdruck zu schaffen, alles nochmal neu zu machen, alle Dinge positiv zu bewerten, A, B, C, X. X muss raus aus den Sachen davon, weil wir sonst sozusagen den Dreck nur verbreiten.
Also, lassen wir doch einen Fußabdruck machen, der ein Feuchtgebiet wird. Der Fußabdruck kommt aus Schweden, das Denken. Wenn es dunkel und kalt ist, dann müssen sie sparen, verzichten, vermeiden, sonst kommen sie nicht durch den Winter. Jeder Fußabdruck ist zerstörerisch. Aber wenn sie entlang der Leine laufen dazu, ist jeder Fußabdruck ein kleines Feuchtgebiet, also ein kleiner Retentionsraum. Also warum nicht einen großen Fußabdruck, der ein Feuchtgebiet wird? Es geht also nicht um Effizienzsteigerung, ja? Was dann immer gesagt wird, müssen energieeffizient sein, ressourceneffizient. Nein, es geht um Effektivität. Um es Ihnen nochmal zu erklären, ein effizientes Abendessen wäre eine Tablette mit Altwarmbüchengeschmack, ja? Und ein Glas Wasser. Das ist Effizienz. Ja? Fastfood ist effizient, ja? Davon. Aber alles, was im Leben wirklich zählt, ist nicht effizient. Es ist effektiv. Also zum Beispiel, wenn Sie Ihre Freundin oder Frau geärgert haben, 50 Rosen, es geht inzwischen in beide Richtungen, davon völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja? Stellen Sie sich Musik vor, Mozart, das Köchelverzeichnis in einem Ton, dann müssen Sie nicht die ganzen Opern anhören, Sie können das in einen Ton zusammenfassen. Das ist Effizienz. Ja? 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 Kultur ist nicht effizient, aber effektiv, Menschen zusammenzubringen. Van Gogh zum Beispiel, die erste Dotcom sozusagen, ja? Völlig ineffizient. Aber ich glaube, niemand, den ich irgendwie sozusagen in Kunst, im Expressionismus irgendwie so kenne, kann menschliche Gefühle so ausdrücken wie Van Gogh. Ja? Davon effektiv. Ja? Oder vielleicht noch ein triviales Beispiel. Eine Frau isst während ihres Lebens 6,3 Kilogramm Lippenstift. Völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv, sozusagen. Das geht noch nicht in beide Richtungen dazu, aber das geht in Zukunft vielleicht schon. Aber darum alles nochmal neu, alles nochmal anders. Das heißt, alles wird Nährstoff. Leute sagen bei Cradle to Cradle, eine Welt ohne Abfall. Wie albern. Nein, wenn Sie eine Welt ohne Abfall denken oder null Abfall, dann denken Sie immer noch an einen Abfall. Ja? Wenn ich sage, denken Sie nicht an ein rosarotes Krokodil, dann denken Sie an ein rosarotes Krokodil. Ja? Denken Sie nicht an Donald Trump, dann denken Sie an Donald Trump. Ja? Das heißt, eine Welt, wo alles Nährstoff ist, wo alles nützlich ist, nicht weniger schädlich. Darum nicht Nachhaltigkeit, sondern Innovation, Qualität. Ja? Ein Produkt, das Abfall wird, hat nur ein Qualitätsproblem, kein Moralproblem. Einfach nur eine schlechte Qualität. Ein Produkt, das giftige Stoffe enthält, ist nur schlechte Qualität. Ja? Abwasser, was nicht wieder zurückgeht von unseren Nährstoffen, hat ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Ja? Darum muss ich auch niemand anders moralisch angreifen. Ich kann nur sagen, lasst uns doch bessere Qualität liefern. Echte Innovation ist nicht nachhaltig. Sonst wäre es ja keine. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Die war die älteste von 11 Kindern. Als sie 8 Jahre alt war, wurde sie zuständig für die Wäsche. Musste zum Fluss runter. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter blau gefroren. Als sie 23 Jahre alt war, haben die Eltern geschafft, sich eine Waschmaschine zuzulegen. Dadurch gibt es mich überhaupt, weil sonst hätte sie meinen Vater nie kennengelernt. Das war nicht das war natürlich ganz klar nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Zum Glück. Verstehen Sie, das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute mit stationären Telefonen. Die Nachhaltigkeit stabilisiert das Bestehende und ist außerdem todlangweilig. Wenn ich Sie frage, sozusagen, ja, wie ist Ihr Verhältnis mit Ihrer Frau oder Ihrem Mann, was sagen Sie dann? Nachhaltig. Ja. Sage ich herzliches Beileid. Ja. Das ist ja traurig, das ist wie kompostierbar, ja, oder sowas, verstehen Sie? Das ist gerade das Minimum. Ja. Das heißt, es geht um Qualität, um Schönheit, um Innovation. Es geht um ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen in Innovation umsetzen. Dadurch entsteht eine andere Kultur dahinter und es braucht andere Voraussetzungen. Das, was Sie hier erleben, durchaus mit Leuten wie Winfried Zietz oder natürlich wie den Lemkes davon, ist das, was ich Ihnen für die Zukunft vorstelle. In Zukunft müssen wir ein Drittel wirklich sozial tätig sein. Unsere Kinder brauchen viel mehr Zeit von der Gesellschaft, nicht nur von den Eltern. Ja. Unsere Kranken und die Menschen in Pflegeheimen, ich habe 14 Tage gerade Praktikum gemacht in Pflegeheim. Ich kann Ihnen nichts Schlimmeres vorstellen. Wir haben unsere Würde so lange aufgegeben. Da sind für 200 Pflegebedürftige sind 2 Leute die Nacht über da. Von den 200 Leuten fallen im Durchschnitt zwischen 5 und 8 Leute jede Nacht aus dem Bett. Und die bleiben da liegen, ja, weil die kommen da gar nicht nach. Und deswegen können erst in jedes Zimmer reingehen und nachgucken dabei. Ja, natürlich, weil das lässt sich nicht machen und davon so, wie es jetzt ist. Wir brauchen eine völlig andere Landwirtschaft, einen anderen Umgang mit Natur. Eine gartengebundene Landwirtschaft, auch das kann man bei Lemkes angucken, davon ist viel produktiver als jede Monsanto-Gentechnik-Landwirtschaft. Ja?
davon. Das heißt, wir brauchen ein völlig anderes Herangehen davon. Schauen Sie, als man die Rente eingeführt hat, davon in Ende des 19. Jahrhunderts, davon war die Lebenserwartung genau halb so hoch wie heute. Die, wenn man den gleichen Prozentsatz heute in Rente schicken würde wie damals, wäre unser Rentenalter bei 88,2 Jahren. Ja. Wir reden von einer alternden Gesellschaft und die Gesellschaft war noch nie so jung. Ja. Wir machen uns künstlich alt, weil es hat so etwas Entlastendes. Ja. Wir schicken die Leute nach Mallorca, davon nach 3 Jahren, davon können sie mit denen nichts mehr anfangen. Sie können noch reden über den schönsten Fisch, den tollsten Golfplatz, ja, jeden Blödsinn der Welt. Die müssten praktisch AfD wählen, weil sie verblöden einfach dabei. Das geht gar nicht anders. Ja. Verstehen Sie, dann müssen Sie sich, wenn Sie gar nicht mehr mitkriegen, was ist, müssen Sie sich ein sehr einfaches Weltbild suchen. Das ist gar nicht mehr etwas vorzuwerfen. Das geht nicht anders. Dann fühlen Sie sich bedroht, weil Sie diese Dinge ja nicht übersehen. Ja? Das heißt, kein Land der Welt kann sich erlauben, Menschen für mehr als 10 Jahre nichts tun zu bezahlen. Ja? Wir sind jetzt in Deutschland bei 21 Jahren angekommen. Das ist eine Enteignung der jungen Leute, wie man sich es eigentlich schlimmer vorstellen kann. Und das Wegnehmen der Ressourcen, die wir eigentlich brauchen würden. Ja. Das heißt, man hat damals die Rente nur eingeführt für die Leute, die man nicht totgekriegt hat sonst. Ja, dass da überhaupt kein Zweifel dazu ist. Dazu die durchschnittliche Rentenbezugszeit war unter einem Jahr ja, davon. Und das heißt, das ist völlig absurd. Mit dieser Form, dazu brauchen wir natürlich Großtechniken, die uns sozusagen vermeintlich die Probleme abnehmen. Hier die Zahlen bloß in genauem. 1891, ja, die Lebenserwartung der Männer 41 Jahre. Ja, also nur, verstehen Sie, wenn Sie jetzt sozusagen hingehen und sagen, ja, jetzt Rente mit 60 oder sowas, ja, wie albern. Ja. Wir müssen fragen, wie können wir das anders machen? Es gibt wunderbare Beispiele. Hier Gebäude zum Beispiel, die aktiv die Luft reinigen, die nicht nur nicht giftig sind. Das ist das Landesamt für Ökologie in Holland, in Wageningen. Davon gucken Sie sich das mal an, wenn Sie es können im Internet. Wenn Sie Algen nutzen für die Fassaden zum Beispiel, davon können Sie auf einem Hektar Fassade so viel anbauen wie auf 80 Hektar Mais. Ja? Das ist extrem produktiv. Davon, und Sie brauchen keine landwirtschaftliche Fläche, stehlen davon. Ja? Das heißt, Sie brauchen andere Dinge davon. Damit können wir Dinge umsetzen. Wir gewinnen Nährstoffe zurück. Ich habe es vorher ja einer Kollegin hier dargestellt, die sich in Abwassertechnik beschäftigt, das O-Instituto Ambiental. Wir haben jetzt 150 Kläranlagen gebaut, mit eigenem Geld davon. Und zwar in Favela-Siedlungen. Wir nutzen das Abwasser in Landwirtschaft, um damit Landwirtschaft zu machen. Wir haben Favela-Siedlungen genommen, weil da keine Chemie drin ist, weil die Leute sich die Chemie nicht leisten können sozusagen. Und wo es keine Kanalisation gibt, bezahlen wir die Leute dafür, die Toilette zu benutzen. Wie pay for shit sozusagen. Ja? Und das geht. Gucken Sie sich's an im Internet. O-Instituto Ambiental. Ein Bauer kann mit einem Hektar Land $2000 erwirtschaften. Damit kann er seine Familie ernähren und kann die Nährstoffe zurückkriegen. Ja? Und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Er erzeugt damit Biogas, er züchtet Fische, Hühner, Schweine, Enten, er hat Wasserpflanzen und auf diesem Hektar Land kann er $2000 erwirtschaften. Und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Das ist das, was ich mir vorstelle für die Zukunft. Wirklich die Rückgewinnung der Nährstoffe. Und dann müssen wir fragen, ist unser jetziges System dafür geeignet? Ja? Übrigens, das eigentlich Schöne ist was ganz anderes, ein sozialer Effekt. Ja, Wir haben noch nie ein Sicherheitsproblem gehabt, selbst mit der blonden Studentin, die dort mitgearbeitet hat, um so Kläranlagen zu bauen. Ja. Wenn Menschen geschätzt werden dazu, dann kannibalisieren sie sich nicht gegenseitig. In den Favelas nehmen die Verbrechensraten über 90% ab. Wenn die eine gemeinsame Zukunft haben, eine gemeinsame Perspektive. Das heißt, wir müssen nicht die Polizei verstärken, sondern wir müssen Menschen eine positive Vision geben, wo es hingehen kann. Gucken Sie es nach. Davon, wir machen da Gemüseanbau. Davon setzen das um. Und die Fische haben Wachstumsraten, die sind wirklich einen halben Meter lang innerhalb von 6 Monaten davon in diesen Becken dazu. Dort eine Landwirtschaft zu machen, ist unglaublich toll. Da gibt es Filme. Dazu gehen Sie aufs Hamburger Umweltinstitut.org davon und dann können Sie solche Bilder davon sehen. Davon. Ja. Das heißt, so könnte die Zukunft aussehen. Das ist Hightech-Landwirtschaft. Ja, wie wäre es, unser Abwasser so zu machen, dass wir es in die Landwirtschaft einsetzen können? Nicht Klärschlamm. Und nochmal auf eins zurück für Greenpeace. Drum habe ich den großen Bogen gemacht dazu. Ich bin in der Nordsee geschwommen und habe Schiffe aufgehalten, die Abfallsäure einfach nur in die Nordsee gekippt haben. Ja, die Säure war 23,7%. Die Schiffe mussten mit höchster Geschwindigkeit fahren, weil sie sich sonst selber aufgelöst hätten. Ja, dort schwimmen konnte mir niemand verbieten. Verstehen Sie? So,
weil ich habe ja ein Recht, in der Nordsee zu schwimmen. Die mussten dann aufhören, weil ich natürlich mit einer Boje versehen zu sehen war als Schwimmer, und sie mussten unverrichteter Dinge immer zurück davon. Und damit konnte man das stoppen. Allerdings bedeutete, dass diese Dünnsäure Eisensalze drin hatte, ja, und hat. Ja. Das heißt Eisenchlorid, weil das Titandioxid eben einen Erz mit Eisen und mit vielen giftigen Schwermetallen, mit Chrom, mit Nickel, mit Kobalt, aber auch mit ganz vielen anderen Schwermetallen drin, diese Dünnsäure abgegeben hat. Das sogenannte Grünsalz war da drin. Was hat man gemacht? Heute, damals übrigens, können Sie nachgucken, hat man gesagt, das, was Braungart sagt, ist pure Utopie. Ja. Heute ist es gängige Technik. Ich habe mehrere solche Dinge gemacht, die als Utopie dargestellt worden sind. Zum Beispiel von mir stammt der Vorschlag, wie man Zellstoff bleichen kann, ohne dafür Chlor einzusetzen. Ich habe gesagt, wenn man den Sauerstoff aktiviert, davon in reaktiver macht, dann kann man sich das Chlor sparen. Da können Sie Filme angucken im Internet. Da hieß es, da sind Sie, Herr Braungart, der Einzige auf der ganzen Welt. Ja? Und die haben ihren Betriebsrat losgeschickt, um uns zu misshandeln dazu, weil wir die Abwasserrohre zugemacht haben, davon am Rhein entlang. Ja? Ich habe heute noch, wenn das Wetter sich ändert, Rückenschmerzen davon, weil die wirklich mit Stahlstangen auf uns eingestochen haben. Davon. Heute ist es gängige Verfahren. Nicht nur. Ich habe mit 3 Leuten auf der Welt vorgeschlagen, wie man FCKWs ersetzen kann. Siemens hat damit die Leute entlassen dazu. Ja. Übrigens, am Sonntag ist der Welttoilettentag, übrigens nur, wenn Sie ihn feiern wollen, gemeinsam der UNO sozusagen. Ja. Siemens hat dann gesagt, die Kühlschränke würden explodieren, ja, wenn das, was Braungart vorschlägt, gemacht wird. Heute ist es gängige Technik. Auch dort konnte man sehen, man konnte innerhalb von 10 Jahren tatsächlich handeln, wenn man es wollte dazu. Also Hightech-Landwirtschaft, wie Sie sehen, davon in der Umsetzung von. Wir haben das in vielen Ländern gemacht, auch in China. Die Nährstoffe zurück, das ist der Garten, und da gehen das Abwasser dieser Siedlung geht dort direkt rein dazu, ja, und kann umgesetzt werden. Dafür muss man natürlich die Dinge so behandeln davon. Und das ist wahnsinnig toll, weil die Nährstoffe natürlich dort, das Biogas dann mit den Materialien gefüllt wird, die dann hingehören davon. Ja. So, ja, auf Haiti davon, wir können damit die Ausbreitung der Cholera verhindern. Die Vereinten Nationen haben uns jetzt im Hamburger Umweltinstitut, O-Institut für Ambiental, mit 50 dieser Anlagen beauftragt, weil wir damit die Cholera-Ausbreitung auf Haiti unter Kontrolle kriegen können, weil die Prozessführung die Cholera-Keime natürlich dabei mit abtötet. Wir müssen Phosphor zurückkriegen davon, und nicht nur aus Toilettenspülungen etc. gesehen, sondern insgesamt. In Holland hat man sich verpflichtet, sagt man, ich bin stolz, dass die Niederlande das erste Land der Welt sein werden, welches den Phosphatkreislauf schließt. Ja, davon. Was tun wir hier, damit Sie es nur wissen? Wir fanden jetzt das Grünsalz hochkontaminiert, davon, das wird nicht gereinigt, was vorher in die Nordsee ging, davon als Fällungshilfsmittel in den Kläranlagen, und haben die ganzen Schwermetalle nach einem Klärschlamm drin und sagen, oh, der Klärschlamm ist belastet. Ja. Anstatt zu sagen, nein, das Fällungsmittel muss so sein, wo wir Phosphor herausholen, damit es nicht in die Gewässer geht, dass auch es geeignet ist. Das nenne ich Ökologismus. Verstehen Sie? Einfach nur das Problem zu verschieben. Davon, außerdem, wenn ich das mit Eisensalzen fälle oder mit Aluminiumsalzen, dann ist es für die Pflanzen nicht verfügbar. Also über 90% des Phosphors liegt tot auf dem Feld herum. Es ist da nicht mehr für die Pflanzen angreifbar. Es ist nur eine Deponie. Und das nennt sich dann Klärschlamm als in der Landwirtschaft, als Dünger. Und jetzt sind die Grenzwerte sind jetzt strikter, die aber wohl der Klärschlamm, wie gesagt, durch die Fällung entsprechend verseucht wird dabei, ja, weil die Eisensalze einfach hochkontaminiert sind. Ja. Das Grünsalz, was vorher mit in die Nordsee ging. Sie kennen doch noch diese Bilder von den ganzen Fischen mit den Geschwüren da drin, die in der Nordsee hängen. Das kam von den Chromsalzen hauptsächlich. Jetzt ist das Zeug halt trotzdem drin, ja. Ja, verstehen Sie? Und wie gesagt, in Holland sieht es anders aus. Und zwar deshalb natürlich auch, weil die Holländer die Natur nicht so romantisieren können, wie wir es können. Erstaunlicherweise bringen wir die Natur umso gründlicher um, je schlechter wir uns fühlen. Wissen Sie, wir reden hier in Deutschland von Mutter Natur. Ja? Was haben wir Mutter Natur angetan? Wenn wir die Natur zur Mutter erklären, sind wir immer die bösen Kinder. Sozusagen müssen uns immer schuldig fühlen. Verstehen Sie, so wie sie mit Neonazis umgehen, die sagen, man müsste jetzt endlich mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, also aus schlechtem Gewissen wird man nicht kreativ und vor allem auch nicht freundlich. Ja. Und so ist es in Holland, im Haus, in dem ich lebe, in Rotterdam. Dazu, das ist 8 Meter unter Meeresspiegel. Wenn ich dort von Mutter Natur schwafeln würde, dann würde die nächste Flutwelle mich einfach mitnehmen. Verstehen Sie?
Also es geht nicht, die Natur zu romantisieren, sondern zu lernen, die Natur ist unsere Partnerin, unsere Lehrerin. Aber die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind immer noch Naturstoffe, weil die Natur braucht den Krebs, um einen Genpool anzupassen. Ja? Für ein Individuum ist Krebs eine Katastrophe, für das Kollektiv ist eine Voraussetzung. Ja? Weil nur dann durch Mutagenität sich ein langlebiger Organismus an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Auch die am stärksten, giftigsten Stoffe sind immer noch Naturstoffe, bei weitem. Selbst der perverseste Chemiker hat sich noch nichts ausdenken können, was nicht mindestens 1 Million Mal weniger giftig ist als das, was die Natur kann. Ja. Die Gift sind in der Evolution notwendig, um tatsächlich Evolutionsprozesse auszulösen und zu beschleunigen. Welche Mutter würde ihr Kind vergiften, bitteschön? Welche Mutter würde ihrem Kind Krebs geben? Also nicht die Natur romantisieren. Wir romantisieren die Natur, weil sie uns so lange sozusagen das Leben schwer gemacht hat. Ja, und dann müssten wir sie sozusagen mit religiösen Dingen wie eine Geißel praktisch sozusagen überhöhen dazu. Also, aber sie zerstören sie dadurch umso gründlicher, aus schlechtem Gewissen heraus. Das ist in Holland nicht der Fall. In Holland fragen die einfach, Braungart, kann man mit dem Geld verdienen, was du machst? Das ist alles, ja. Und das ist in dem Fall praktischer, weil es führt dann dazu, dass die Dinge es auch machen. Was ich Ihnen deshalb vorschlagen will, von allem kurz zusammengefasst, wir brauchen eine völlig andere Abwasserreinigung. Erstens, wir müssen die Inputströme ändern. Wie wäre es dazu? Wir haben jetzt in Holland Toilettenpapier, was wirklich für Ihren Hintern und für die Umwelt geeignet ist. Ja? Design for your behind and to leave it behind, sozusagen. Ja? Warum gehen Sie nicht hin und sagen, wir möchten Toilettenpapier haben, was wirklich in die Biosphäre gehen kann? Fragen Sie das nach bei den großen Herstellern davon. Weil dann kriegen Sie nicht mehr diesen Sondermüll. Das wäre doch das Erste. Dann würden Sie wirklich was tun. Ja, weil wir, ja, natürlich, klar. Also wie gesagt, Van Houtum davon stellt das auch her. In Roermond gibt es dafür einen Hersteller. Davon kann man sozusagen, das ist das eine. Das zweite ist, wir machen eine Klärschlammfällung davon, die erlaubt, dass der Klärschlamm in die Landwirtschaft wirklich gehen könnte. Und dafür setzen wir keine giftigen Fällungssalze ein, die nachher die Verfügbarkeit praktisch ausschließen davon. Ja? Wäre doch was. Und so können wir natürlich als Drittes hingehen und sagen, warum versuchen wir nicht wirklich die Einputströme zu ändern? Sagen wir doch, wir werden zum Beispiel die Modellkommune für gesunde Bremsbeläge. Ja? Weil den Dreck kriegen sie allen natürlich mit den Straßen, mit den Überläufen natürlich auch mit herein. Also bei dem Input sozusagen mal etwas zu tun. Viertens zu sagen, wie wäre es zum Beispiel, und das ist eine neue Idee dazu, und behalten Sie die auch mal für sich, nur damit Sie verstehen, was ich damit meine, wir könnten unsere Toiletten mit Spülsteinen auslasten, dass die Schmerzmittel, die Arzneimittel, die Antibabypille zerstört wird, bevor sie in der Kläranlage ankommt. Ja? Davon, warum sollen wir in den Klärablagen abläufen, zum Beispiel wissen Sie nachgewiesen, eben eine Verweiblichung der Fische dadurch, weil die Antibabypille in den jetzigen Kläranlagen nicht abgebaut wird. Aber das sind sozusagen Anfänge, die Biosphäre so zu machen, dass wie, wenn Sie in einer Favela-Siedlung sind, Sie keine Chemie haben, diese Anlage sozusagen irgendwie schadet und dass Sie dann die Nährstoffe zurückkriegen können. Machen Sie mal einen kleinen Ausflug nach Suderburg. Ja, ich habe einfach, weil ich für die Erziehung unserer Kinder zuständig war, als ich klein war, habe ich an der kleinen Popel-Fachhochschule in Suderburg sozusagen eine Stelle übernommen, erstmal, weil ich für die Kinder vor allem da sein wollte. Davon jeder gesagt, bitte, das ist deine Karriere, deine Fachhochschule zu gehen, kannst du doch wohl nicht machen. Ich habe gesagt, die Kinder sind wichtiger. Davon dort haben wir ein Verfahren entwickelt, dass wir über Bakterien das Phosphor binden, nicht über Fällungsmittel. Ja, können Sie angucken. Dann entsteht ein Schlamm, der direkt, und dort gibt es keine großen Schwermetalle, direkt in die Landwirtschaft gehen kann. Dort gibt es keine Industrie oder sonst was, was diesen Klärschlamm verseucht. Und dort ist das häusliche Abwasser dann durchaus auch dafür geeignet. Eine bakterielle Fällung. Das andere, was wir machen sollten, ist, wir sollten Membrane einsetzen. Davon, diese Kläranlagen funktionieren völlig anders. Nicht Klärschlamm. Ja, wir sagen, was passiert mit Klärschlamm? Und ich musste ja schon diese Frage zulassen, was wir mit dem Klärschlamm machen. Ich sage, warum Klärschlamm, bitteschön? Wir können die Kläranlagen viel kleiner bauen. Können den Schlamm so lange drin lassen, bis er sich selber kannibalisiert. Sie ziehen dann als Wasser nur das ab, was Sie wirklich an Wasser haben. Der Rest sind in Erdstoffe, so wie Katzenstreu zum Beispiel, was die Leute halt reinschmeißen ins Abwasser auch. Ja? Davon. Das heißt, so lange bleibt er drin und er wird über eine Membrane abgeführt. Dafür gibt es Beispiele und das kann man umsetzen. Das Schöne ist auch davon, wir können damit auch Viren und Bakterien zurückhalten davon und sie auch abtöten. Denn wir haben in diesen Kläranlagen
eine bis zu 8-fach Resistenz gegen Antibiotika davon, weil wir praktisch so mit den Antibiotika unsere Keime immer trainieren. Verstehen Sie, anstatt Dinge zu machen, die promikrobiell sind, die 95% der Bakterien, die uns mögen oder zumindest tolerieren, zu unterstützen, bringen wir immer alle um davon. Und das heißt, wir trainieren die Terroristen, bis am Schluss die übrig bleiben, die uns eben umbringen. Ich habe das leider selber leidvoll erlebt. Vor 5 Jahren ist mein Sohn gestorben mit 24 Jahren an einer ganz einfachen Klinikinfektion, einem einfachen Keim, dabei einer einfachen Bandscheibenoperation, Routine davon. Weil wir trainieren die Keime so lange, bis sie eben am Schluss uns umbringen davon. Ja. Und das sind in Deutschland über 30.000 Leute. Das ist etwa das 8-fache von dem, was durch Verkehrsunfälle an Menschen umkommt. Unvermeidbar, wie gesagt. Das können wir anders, weil diese Membrane halten diese Keime zurück und sie bauen sich dann ab. Ja? Die kriegen nicht raus. Die jetzigen Kläranlagen genauso wie die Mikropartikel aus den Kosmetika. Das ist übrigens das zweite Drittel. Ja, von den, ja, wissen Sie noch, wenn Sie an das Bild von den Austern erinnern? Ja? Ein Drittel davon ist Textilabrieb. Ein Drittel ist Mikroplastik, was in Lebensmitteln und Kosmetika drin ist. Auch das rauscht durch die Kläranlage durch. Ja, das wird davon nur im geringen Teil wirklich festgehalten. Ja, und ein Drittel, wie gesagt, sind in der Austern auch Abbauprodukte aus den Weltmeeren von den Plastik. Das heißt, diese Dinge können wir zurückhalten. Wir kriegen dann den Phosphor als Salz zurück, als Phosphatsalz in Wasser gelöst. Können dann über einen Ionenaustauscher es sauber abtrennen davon und haben nicht ein kontaminiertes Material. Jetzt sagen Sie, das ist ja wieder Illusion und Vision und sonst was. Darum habe ich Ihnen das im anderen Bereich gezeigt, dass es ja auch geht dazu. Es gibt es. Ja. Es ist nicht so, dass Sie jetzt sozusagen das neu erfinden müssen. Wir arbeiten in diesem Bereich von über 20 Jahren davon. Und es gibt für 80.000 Einwohner Gleichwerte zum Beispiel davon eine Anlage, die 2004 schon in Betrieb gegangen ist. Die können Sie angucken. Also, warum bitteschön Klärschlamm, Klärschlammentsorgung, Klärschlammverbrennung? Wenn Sie die Verbrennungsanlage stehen haben dazu, dann werden wir nie zu einer Membranfilterung kommen, weil wir dann diese Klärschlammverbrennungsanlage natürlich füttern müssen mit dem Klärschlamm, den wir da haben. Ja? Also, nur eine logische Kette abgeleitet. Wir gehen hin und machen die nachgeschalteten Umweltdinge perfekt und damit das Falsche perfekt, anstatt die Produkte so zu machen, die Wasserströme so zu machen, dass sie in die Biosphäre zurückgehen können und wie ich es Ihnen ja zeige. Und das ist nicht irgendwie so eine Illusion davon, die Anlagen sind viel kleiner, sie sind nur ein Zipfel so groß davon, weil sie ja den Schlamm mit 7-facher höherer Konzentration drin halten und der so lange drin bleibt, bis er sich selber kannibalisiert. Damit bauen sie Arzneimittel mit ab davon. Damit bauen Sie Viren und Bakterien mit ab. Damit kriegen Sie nicht resistente Keime, die in die Umwelt daraus gehen, die Sie übrigens in den Austern auch mit drin haben, nebenbei davon, sondern Sie haben natürlich darüber einfach ein völlig anderes Vorgehen dazu. Das können Sie sehen. Sie können hinfahren, gucken Sie sich an davon. Und es ist halt eine Frage, ob die Grünen nicht endlich sozusagen mal wieder versuchen wollen, nicht das Bestehende perfekt zu machen, ja, sondern einfach mal zu fragen, wo es denn hingehen könnte. Und dann bin ich sozusagen der Radikale dabei, obwohl ich völlig konservativ die Dinge Ihnen aufliste. Man hat sich mit dem System irgendwie etabliert. Ja? Man ist zur Altpartei geworden sozusagen selber. Ja? Anstatt zu fragen, wie sieht eine Welt für 10 Milliarden Menschen wirklich aus? Und dann komme ich zu anderen Dingen. Schauen Sie sich's an davon. Und das wäre doch was. Wir können doch mal mit anfangen davon. Da gibt es ganz vieles, wo Sie sich auch angucken können. Der Erftverband hat ein wunderbares Papier geschrieben über die Zukunft der Abwasserreinigung. Davon. Sie können sich dazu angucken. Ich habe viele Beispiele Ihnen zusammengestellt. Hier Pilotprojekt in Weißenburg mit Kläranlage beseitigt Medikamente und Hormone. Wie wäre es damit? Wieso nicht? Wieso wollen Sie jetzt eine Verbrennungsanlage bauen, anstatt zu fragen, wie könnte man denn bitteschön das Wasser anders nutzen und es wieder einsetzen? Hier, eine anspruchsvolle Kläranlage mit Membranfiltern, Lippeverband. Gucken Sie sich an, das ist nicht weit weg. Ich habe das Beispiel ausgerechnet genommen dazu, weil natürlich Heidrun Lemke, meine große Heldin, natürlich aus dem Lipperland ja kommt schließlich dazu. Was ich damit meine dazu, wir werden das Ganze nur schaffen, wenn wir die Rente abschaffen. Nur dann, ja, wirklich wahr. Machen Sie nichts vor sozusagen. Es wird nur funktionieren, wenn wir so lange tätig sind, solange wir gesund sind. Natürlich nicht in der traditionellen Erwerbstätigkeit,
aber ein Drittel sozial. Nicht das bedingungslose Grundeinkommen, nein, ein bedingungsvolles. Solange wir tätig, gesund sind, sind wir tätig. Ein Drittel sozial, ein Drittel für eine andere Landwirtschaft und ein Drittel traditionell erwerbstätig. Das heißt, dass wir zum Beispiel körperlich anstrengende Arbeiten spätestens mit 35 Jahren einstellen sollten, weil dann der Körper sich selber zerstört über den Fliesenleger und Dachdecker etc. Also wir nehmen die Fliesenleger und Dachdecker als Entschuldigung dafür, dass wir die Rente mit 55 fordern, sowas. Ja? Wie absurd. Anstatt zu sagen, lassen Sie uns doch Tätigkeiten so entwickeln, dass die Leute nicht körperlich und psychisch verschleißen durch Tätigkeiten davon. Und dann haben wir was davon und dann gehören wir dazu. Das heißt, wenn wir krank sind dann, wenn wir pflegebedürftig sind, dann brauchen wir alle Hilfe der Gesellschaft. Ein Alzheimer-Kranker dazu braucht etwa 5 Menschen, die wirklich Vollzeit da sind. 5. Ja. Alzheimer ist eigentlich nicht so eine schlimme Krankheit, wirklich. Also das, was ich erlebt habe, dazu sagen, es ist eigentlich nicht so, sie kommen aus der Ursuppe und sie gleiten eigentlich wieder zurück, sozusagen. Ja. So wie der Mensch ja auch sein Bewusstsein erst wird, verliert er dann sein Bewusstsein, sozusagen. Ja. Aber er braucht Menschen um sich herum. Die da sind und nicht Pfleger, die im 80-Minuten-Takt sozusagen irgendwo noch ein bisschen was tun. Das braucht Zeit. Und die Menschen müssen sich, sobald man Alzheimer diagnostiziert, um jemanden kümmern. Denn es müssen vertraute Menschen sein. Ja? Alzheimer ist der Albtraum und das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können, wenn Sie Angst haben, dann erleben Sie Urängste, wie Sie sich nicht schlimmer vorstellen können. Die Leute laufen deshalb ja auch durch die Gegend, weil sie sich auch bedroht fühlen davon. Sie müssen sie dann einschließen, sie müssen sie fixieren davon, ja, nachts festbinden davon. Dafür brauchen wir gesunde Menschen. Nicht dafür, dass sie zum 5. Mal die Seitenstraße rauf und runter fahren dazu. Ja? Die Flughäfen verstopfen und sagen, sie müssten jetzt doch mal die Welt sich angucken. Sowas, weil sie was verpasst hätten. Wie lächerlich. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen ein völlig anderes Denken darüber, die Rolle, die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Ja. Und dann, wie gesagt, ein 60-Jähriger heute hat ein biologisches Alter eines 40-Jährigen vor 100 Jahren. Wir machen uns künstlich alt, weil das hat so etwas Entlastendes. Wir haben dann so einen wohlverdienten Ruhestand. Wie lächerlich, anstatt zu begreifen, dass wir dann selber ein Teil des Problems geworden sind. Und darum sind, wie gesagt, Leute wie Wilfried Zietz oder ja, Siegfried und Heidrun, einfach meine Helden, weil die es natürlich begriffen haben, und zwar von sich aus. Es gibt jetzt neue Membranfilter, die noch eleganter sind, die viel weniger Energie auch brauchen, weil sie müssen ja wie aus einem Strohhalm sozusagen, einem dünnen Strohhalm, das Wasser heraussaugen. Ja. Das hat man zunächst gesagt, das braucht viel Energie. Inzwischen ist es nicht mehr so. Diese Keramikmembrane dazu schaffen auch Industrieabwässer und reinigen sich selber. So sehen die aus dazu, Keramikmembrane davon. Ich bin zurzeit in München, in Lüneburg, in Rotterdam, in Twente, in Delft tätig, weil ich die Fachleute verschiedener Bereiche dabei brauche. Ja? Ich kann das umsetzen. Es gibt für Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege, inzwischen viele lokale Gruppen. Vor 3 Wochen einen Kongress in Lüneburg davon, wo wirklich 1000 Leute da waren. Ja? Junge Leute, und das ist die positive Botschaft, die werden das viel schneller ändern. Und zwar eben nicht, weil sie es zum Moralthema begreifen, sondern ein Thema ihres eigenen Selbstwertgefühls. Das ist was anderes. Wir haben jetzt eine Selfie-Generation herangezogen, die sagt, was bin ich für ein toller Hecht dazu. Ja? Und wir haben sie ein bisschen übergepampert sozusagen, ja? Ein bisschen mehr überschätzt, weil wir auf ganz wenige Kinder alle unsere Erwartungen projiziert haben. Sagen, was bist du toll, ja, was kannst du alles. Ja, damit überschätzen sich viele junge Leute. Aber in dem Fall hat das durchaus Vorteile, weil für die jungen Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Die wollen auf sich stolz sein. Und jemand, der Abfall macht, ist einfach nur ein Idiot. Jemand, der eine Klärschlammverbrennungsanlage macht, wo die Zukunft doch völlig anders ist, ist einfach nur ein Depp. Verstehen Sie? Ich brauche keine Moral mehr dafür. Ich brauche keine göttliche Schöpfung nicht mal mehr. Ich kann einfach nur sagen, wenn ich nicht dumm sein will, reicht das völlig aus. Die Ich-bin-noch-nicht-blöde-Generation kommt jetzt in der Universität an. Und dadurch setzt sich das so schnell durch. Wie so ein freundlicher Tsunami setzt sich das durch. Die Nachhaltigkeitskurse haben in Rotterdam 3 Teilnehmer über die letzten 4 Jahre. Meine Kurse sind innerhalb von Minuten ausgebucht. Ich darf maximal 54 Teilnehmer haben. Ich kriege für jeden Teilnehmer 500 Euro. Ja. Davon drum gibt es jetzt eine Begrenzung dazu, weil eben die anderen auch Teilnehmer haben sollen. Ja. Weil junge Leute wollen bei einer positiven Botschaft dabei sein. Die wollen jemanden angucken und sagen, schön, dass du da bist. Und ich kann zu 10% weniger Schwein sein.
Verstehen Sie? Das ist was anderes. Die Menschen als Chance zu begreifen, machen Sie deshalb durchaus mit dem Verein dazu. Ja, Siegfried Lemke hat gesagt, ich finde das so toll, ich mache im Vorstand mit, ich werde Schatzmeister davon, ich helfe euch, den Job will niemand anders machen dazu und das muss korrekt sein. Davon. Und hier gibt es ganz viele Gruppen inzwischen. In solchen Gruppen können Sie das diskutieren. In Hannover gibt es viele fitte Leute. Laden Sie sie dazu ein davon und sagen Sie, lasst uns doch wirklich die Zukunft diskutieren. Dann sind die Grünen wieder tatsächlich an der Spitze dabei. Viele Grüne meinen, weil es ihnen persönlich gut geht, ja, sozusagen, dass es der Gesellschaft besser geht. Aber ich muss Ihnen sagen, meine wissenschaftlichen Hilfskräfte an der Universität Lüneburg werden schlechter bezahlt, als ich bezahlt wurde. Schlechter, und zwar ohne Inflationsausgleich. Stellen Sie vor, eine wissenschaftliche Hilfskraft dazu kriegt, und zwar ohne, dass er für Krankheit bezahlt wird, ohne Sozial, weil er ist ja Student sozusagen, ja, ohne dass er Urlaubsanspruch drauf hat, kriegt 9,72 Euro. Das ist noch nicht mal der Mindestlohn sozusagen, wenn Sie es auf Krankheit, Sozialversicherung umrechnen. Ja? 9,72 Euro. Dass wir uns nicht schämen dafür. Ja? Wir trocknen unseren Bildungsbereich aus. Im Medienbereich ist es genauso. Wissen Sie, ein Journalist, der über sowas berichtet, kriegt genau das bezahlt, was er vor 30 Jahren schon bezahlt gekriegt. Und er kriegt genau pro gezahlter Sendeminute. Ja? Das heißt, so etwas Komplexes darzustellen, lohnt sich gar nicht. Denn er kriegt genauso viel bezahlt, ob er den beschissenen Schützenausmarsch in Hannover zeigt, pro gesendeter Minute davon, wie wenn er zeigt, oder meinetwegen will ich niemanden verletzen, aber ich finde, diese Schützenvereine sind sozusagen ein bisschen wirklich, einfach, verstehen Sie, eine Verdummung der Leute, wenn sie sehen, wie mit ihrer Zukunft sozusagen, aber sie kriegen für den Schützenvereinsausmarsch genauso viel bezahlt, wie die Darstellung eines komplexen Themas. Und dann machen sie natürlich, trivialisieren sie natürlich das. Da ist mir ein Putin oder ein Trump doch viel lieber. Putin zensiert die Leute, ein Erdogan, klar, da weiß ich, wo ich dran bin. Dann weiß ich, dass ich belogen werde. Aber hier werde ich einfach belogen durch schlechte Berichterstattung, weil unsere Journalisten einen Hungerlohn kriegen dafür, für das, was sie machen. Dafür geht das Geld in Sportdingen dazu, Brot und Spiele sozusagen. Ja? Und die lassen sich das alles gefallen. Ja? Sie nicken dazu und sie machen noch Jamaika-Koalitionen und solchen Dreck dazu. Anstatt zu fragen, wo sieht wirklich die Zukunft? Wie gestalten wir Zukunft dabei? Wobei ich es ausdrücklich sagen will, die Arbeit, die die grünen Minister gemacht haben in Niedersachsen, war toll. Also das muss ich neidlos einfach sagen. Sowohl in der Landwirtschaft wie auch im Umweltbereich dazu. Das muss man wirklich sagen dazu. Aber ein Journalist kann darüber nicht berichten, weil er dafür nicht bezahlt wird, sowas Kompliziertes sozusagen zu machen. Das heißt, die bitte? Nein, weil es ja nicht kommuniziert wird, weil es ja nicht so kommuniziert werden kann, verstehen Sie? Und dass die Grünen und die anderen nicht begreifen, dass gute Journalisten das Wichtigste der Demokratie sind, ja? Dass man zum Beispiel wirklich hingeht und Zeitungen einfach sterben lässt, anstatt wie in Luxemburg, da liest jeder 3 Zeitungen am Tag, deshalb, weil man begreift, es ist nicht nur das Fernsehen, sondern die Zeitung ist eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Wir überlassen es dann diesen Werbezeitungen, die durchaus manche ganz gut sind, will ich gar nicht sagen, aber das ist eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Zeitungen, müsste jede Zeitung mit 50 Cent bezahlt werden, davon, dass die Menschen wirklich sorgfältig recherchierte Informationen bekommen. Findet aber nicht statt. Keine Forderung irgendwo sozusagen. In Luxemburg ist es so. Jede Zeitung davon, und Sie können sehen, kein Land der Welt liest so viel Zeitung wie in Luxemburg. Und die lesen in verschiedenen Sprachen. Dadurch wissen sie wirklich Bescheid, was im Land los ist. Aber das ist was völlig anderes. Das heißt, diese stelle ich Ihnen vor. Also, kommen wir nochmal auf die Windeln zurück. Wenn ich die Wasserspeicher in den Windeln ändere, sodass sie nicht Polyacrylate sind, einfach nur Chemiemüll, ja, jedes Gramm Wasserspeicher, Superabsorber, kann ja 1 Liter Wasser speichern. Ja? 1 Gramm dazu. Das sind tolle Verbindungen. Die kann ich aber auch aus Zellulose herstellen. Und wenn ich gleichzeitig den Kunststoff entweder entferne oder abbaubar mache, das haben wir in Israel und Tunesien ausprobiert, und dann kann ich mit einem Baby 150 Bäume pflanzen. Ich sammle dann diese Windeln extra ein, lasse natürlich die Procter & Gamble auch dafür bezahlen, weil sie ja die Kosten ja dafür verursachen. Ich mache daraus ein Pflanzsubstrat und damit kann ich Boden aufbauen. Ja. Dann kann das Baby mit den Windeln allein sein Leben lang kohlenstoffpositiv sein, weil die Bäume so viel Kohlenstoff aufnehmen könnten. 150 Bäume damit. Ja. Also, warum soll ich denn weniger schlecht sein, wenn ich gut sein kann? Also, lassen Sie uns den Fußabdruck feiern, ihn nicht minimieren, ja? Und ihn dann umsetzen.
Wir machen das in einem Institut in Hamburg, die sind aus Greenpeace hervorgegangen. Unser Institut gibt es jetzt seit 30 Jahren. Wie gesagt, 30 Jahre, dieses Jahr sozusagen zum 1. Januar sind wir 30 Jahre alt. Weil ich gesagt habe, ist ja schön, wir haben lang genug protestiert, aber es wird mal Zeit, Lösungen zu entwickeln. Die Dinge brauchen Zeit. Ja? Das Mobiltelefon hat über 60 Jahre gebraucht. Zu Greenpeace-Zeiten hatte ich ein Telefon, das war 18 Kilo schwer. Ja? Ja. Die Windenergie hat auch so lange gebraucht. Die Solarenergie auch dazu, bis sie wirklich massenmäßig verfügbar war. Auch wieder dank Pioniere wie Siegfried Lemke und Heidrun Lemke. Ja? Nur, dass Sie es wissen. Darum bin ich da. Ja? Sonst, was soll ich denn hier in Isernhagen? Bitte schön. Aber wenn man die Leute nicht feiert, sozusagen, dann hat man keine, die das machen. Sehen Sie? Wenn man Pioniere nicht feiert, hat man keine. Ich möchte Sie darauf hinweisen, inzwischen gibt es auf der Welt über 10.000 Cradle-to-Cradle-Produkte. Sie können nachgucken, es gibt Zertifizierungen dazu, alles Mögliche dazu. Manchmal ist es mehr Knödel-to-Knödel als Cradle-to-Cradle. Das macht auch nichts, weil jetzt ist es so eine Mode sozusagen geworden, dass es jeder macht. Aber ich will Ihnen sagen, zwischen der Erklärung der Menschenrechte, unser Büro in Hamburg ist im alten Rathaus von 1380 ursprünglich. Dort ist Hamburg entstanden. Da stand die Hannaburg sozusagen ursprünglich. An der Stelle davon, in diesem Gebäude sind nach der Legende zum ersten Mal in deutscher Sprache die Menschenrechte erklärt worden. Zwischen der Erklärung der Menschenrechte und dem Frauenwahlrecht sind in Deutschland über 150 Jahre vergangen. Dann wissen Sie, dass Sie einen langen Atem haben müssen. Und ich danke Ihnen natürlich für Ihren langen Atem, den Sie hatten, mir zuzuhören. Vielen Dank.